Hallo, herzlich willkommen hier bei Glauben für Finanzen. Mein Name ist David Dück und heute müssen wir über ein Thema sprechen, das sehr, sehr wichtig ist. Weil in diesem Bereich sehe ich immer wieder, dass viel sozusagen, dass dieser Bereich vernachlässigt wird oder man diesen Bereich nicht ernst nimmt. Und das ist der Bereich des Sprechens. Es ist wichtig zu verstehen, dass was du sprichst, was wir reden, hat Auswirkungen auf unser Leben. Es ist nicht einfach irgendwie eine interessante Theologie oder irgendwas, ja, sondern es ist wirklich im praktischen Leben ist es so, dass wir letztendlich, was wir sprechen, werden wir in unserem Leben manifestiert sehen, früh oder später. Und die Menschen oder wir Menschen haben uns entfernt von dieser Sache, immer mehr entfernt von dieser Sache, von dem Wissen, dass die Worte wirklich was bedeuten oder Worte oder dass wir aufpassen, was wir sprechen, dass wir nicht alles einfach sprechen, was uns durch die Gedanken kommt und so weiter. Und früher war das ganz normal. Wir sehen das zum Beispiel auch im Alten Testament, dass da dass man bedacht ein Segen ausgesprochen hat über jemanden oder bedacht ein Fluch ausgesprochen hat gegen jemanden. Also schon immer wusste man, dass Worte eigentlich, dass Worte Macht haben oder dass Worte ein Leben beeinflussen können. Und wir lesen das hier in Sprüche 18, Vers 21. Da ist ein gewaltiger Vers, der uns Aufschluss gibt über das Sprechen. Und hier heißt es: Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Wer sie liebt, wird von ihrer Frucht essen. Das ist einfach schon diese Tatsache ist erschreckend und gut zugleich. Ja, erschreckend deswegen, dass tatsächlich unser Sprechen Tod oder Leben bringen kann. Das ist einfach, das ist gewaltig, ja. Wir werden uns gleich nochmal was anschauen, wo Jesus uns darüber auch noch was sagt. Es ist einfach wichtig für uns, weil wenn wir hingehen, wir können alle Prinzipien folgen der Bibel, irgendwelche guten Taten tun und keine Ahnung, beten und freundlich sein, fasten und so weiter. Aber wenn wir unser Mundwerk sozusagen nicht dementsprechend, dem Glauben entsprechend anpassen, dann wird immer eine Reiberei dazwischen sein. Zum Beispiel, du glaubst dafür, dass Gott in deine finanziellen Situation eingreifst, bist ein Geber, siehst deine Finanzen, aber sprichst die ganze Zeit Armut. Sprichst die ganze Zeit, ach, oh, ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Ich weiß nicht, wie ich über die Runden kommen soll. Jetzt die ganze Krise und so weiter. Oh, ich weiß nicht, ich pack das nicht. Guck mal, ich schaffe das nicht. Ich habe nur und so viel Geld. Ich bin da schon arm dran. Und all die Sachen, ja, gerade solche Sprichwörter, die man macht. Früher habe ich immer so geredet, ah, bin ich arm dran. Oder der ist arm dran, wir sind arm dran. Und all diese ganzen Sachen. Und deswegen will ich eben heute darüber reden, und ich habe auch noch nie darüber ein Video gemacht, und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich versuche auch gerade diese Sachen zu folgen und ich sehe, wie in meinem Leben sich die Sachen ganz anders entwickeln. Sobald so ein Gedanke von Armut kommt oder sobald irgendwie man so schnell so einen Satz rausklatschen will, wie, oh ja, wird bestimmt schwierig, bremse ich mich ab und sage es nicht. Warum? Weil ich nicht so eine Zukunft für mich sehe. Und genau das Gleiche will ich dir weitergeben. Du brauchst nicht alles sprechen, was durch deinen Gedanken kommt, was der Teufel dir in die Gedanken reinpflanzt. Du brauchst nicht alles sprechen, wo die Menschen jetzt Angst und Sorgen haben. Du musst nicht alles rauslassen, sondern du kannst dein Sprechen oder du solltest dein Sprechen deinem Glauben anpassen. Ja? Also wenn du Gott glaubst für einen finanziellen Durchbruch, dann sprich keine Armut, dann lass das weg. Das ist auch nicht so, dass du die ganze Zeit durch die Gegend rennen musst und sagen musst, ich werde erfolgreich sein, ich werde viel Finanzen haben, es wird gut aussehen bei mir. Ich meine, du musst auch nicht den ganzen Tag durch die Gegend laufen und die ganze Zeit nur irgendwie gute Confessions machen und so weiter. Darum geht es gar nicht. Aber dass du einfach nicht das Gegenteil sprichst von dem, was du glaubst, das ist schon mal eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Wir gehen da gleich noch tiefer rein, aber bevor ich da reingehe, will ich mal eine Begebenheit erzählen, wo der Heilige Geist mich zum ersten Mal auf diese Sache aufmerksam gemacht hat, dass es wichtig ist, was ich ausspreche. Und zwar, wir kennen das alle, wenn wir montags zur Arbeit gegangen sind oder zur Arbeit gehen immer noch, dann nach einem Wochenende. Dann kommen dir die Kollegen entgegen und alle haben schlechte Laune und jeder schimpft auf den Montag und das ist so, und wenn man sagt, ja, wie geht's dir, ach, so und so und hoffentlich kommt's Wochenende schnell und so weiter.
Und ich war da gerade frischgläubig und gut gelaunt und mir ging es gut und das Leben, alles rosig, ja. Und komme am Montag dann nach einem ausgeschlafenen Nacht, ohne Kater, mal zum, ja, komme ich dann zur Arbeit und mir kommen die Leute entgegen und fangen dann auch mich zu fragen. Und nachdem sie gesagt haben, was für ein, Entschuldigung, schlimmer Montag oder scheiß Montag das ist, habe ich natürlich zurückerwidert, ja, voll, voll schlimm und voll das und voll jenes. Und plötzlich merke ich, der Geist sagt mir, was machst du da? Dann habe ich drüber nachgedacht, stimmt, was mache ich denn da? Ich war so gewohnt in diesem Trott, dass mir, dass der Montag schlecht ist, dass ich keinen Bock drauf habe und dass ich schlecht gelaunt bin. Ich war so gewöhnt, diese ganzen Sache, dass mein Sprechen noch da war und ich automatisch solche Sachen gesprochen habe, obwohl ich mich gar nicht so fühlte. Mir ging es gut, alles war super, es war ein schönes Wochenende, verstehst du? Und ich habe aber wieder das gesprochen, was ich sonst gewohnt war und das stimmt halt einfach nicht. Und das ist das, was ich heute dir zeigen will. Du, wir müssen unser Sprechen dem Glauben anpassen. Wir müssen unser Sprechen dem an und der Realität anpassen, die wir wollen. In Markus Kapitel 11, da lesen wir von einer Begebenheit mit dem Feigenbaum, wo Jesus verflucht und der dann verdorrt. Wir werden alle diese Geschichte kennen, deswegen will ich gar nicht so darauf eingehen, auf den Baum und wie er den fluchte, sondern ich will einfach weitermachen dort im Vers 22, wo Jesus sagte: Habt den Glauben Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagt, hebe dich hoch und wirf dich ins Meer und zweifle nicht in seinem Herzen, sondern glaubt, dass geschieht, was er sagt. Dann wird es ihm geschehen, was immer er sagt. Du siehst hier, Jesus sagt, wenn du glaubst, dann sag auch. Ja, so, du kannst sehen, dass wo er sagt davor, hab den Glaube Gottes und der Glaube Gottes äußert sich in dem, dass er spricht, was er glaubt. Das heißt, wenn du für eine gute Zukunft glaubst, wenn du für ein besseres Leben glaubst, dann sprich auch dementsprechend in dein Leben hinein. Sprich nicht Ängste und Sorgen und Mangel und Probleme und es wird schwierig diesen Winter und so weiter, sondern sprich Leben, sprich das, was du sehen willst in der Zukunft. Wir haben ja vorher gelesen, dass Leben und Tod in der Gewalt der Zunge sind. Das heißt, es ist in deiner Entscheidung, was du sprichst für deine Zukunft. Du darfst dich entscheiden, was du sprichst. Du kannst Leben oder Tod sprechen. So, weil das ist immer so, wo Christen denken, dass alles ist in Gottes Hand. Gott bestimmt es, hat den Weg vorherbestimmt, alles, was bei dir im Leben. Nein, wenn das so wäre, dass Gott dein ganzes Leben bestimmt hat und du gar nichts ändern kannst, gar nichts eingreifen kannst, dann wäre alle Prinzipien, die er uns gibt, alles für die Katze. Das Säen und Ernten wäre alles für die Katze. Ja, das würde ja nichts bringen. Es würde ja nichts. Du könntest sozusagen nichts machen, weil Gott sich irgendwas eh für dich ausgesucht hat und fertig. Nein, es gibt Sachen auf dieser Erde. Gerade das Leben auf dieser Erde hat Gott uns Prinzipien und Geheimnisse gegeben, die uns oder auch Werkzeuge und Waffen gegeben, die wir gebrauchen können, um das Leben hier anders zu gestalten. Um das, sagen wir mal, um die Zukunft in deine Hand zu nehmen. Ja? Du kannst durch, und da ist Sprechen eine ganz, ganz wichtige und große wichtige Sache. Du kannst durch dein Sprechen Tod oder Leben verursachen. Und wenn wir das wissen, dann wollen wir natürlich Leben verursachen, oder? Dann wollen wir doch so Gute. Ich habe mich mal mit diesem Thema dann befasst gehabt damals, wo der Heilige Geist mich da aufmerksam gemacht hat. Und dann habe ich angefangen zu gucken und ihr werdet es vielleicht kennen, ja. Zum Beispiel, es ist ganz normal, dass wir sagen, wenn jemand irgendwie es kalt geworden ist oder so, dann sagt der andere, wir sehen, du wirst krank. Wir sehen das und das wird passieren. Und so weiter. Ja, ihr kennt dieses Negativ-Vorhersagen, was passieren wird. Ah, ich sag dir, die werden verlieren. So irgendwie ein Fußballspieler so. Ah, ich sag dir das und das. Ich sag dir, wenn er so weitermacht, wird er in einem Unfall sterben. Was auch immer, ja. Wir sind es gewohnt, als Menschen sozusagen negativ in die Zukunft prophezeien. Und dann sind wir sogar noch glücklich, wenn es eintritt, wenn das Problem kommt, so, ah, habe ich doch gesagt, habe ich doch gesagt, habe ich doch gesagt. Das ist so etwas, was nicht nur die Menschen in der Welt, sondern die Christen leben auch so. Wie viele Christen ich gesehen habe, die leben genau nach diesem Prinzip. Die sagen negative Sachen vorher und dann passieren sie auch. Warum? Weil sie glauben mehr an das Negative als das Positive. Und irgendwann mal hab ich mir gedacht, wieso ist das denn okay und akzeptiert, negativ in die Zukunft zu prophezeien, aber positiv nicht?
Positiv muss es dann immer irgendwie gleich geprüft werden und in alle Richtungen. Versteht ihr diese ganze, worauf ich hinaus will, ja? Sozusagen, Prophezeiung durch den Heiligen Geist ist ja nochmal eine andere Geschichte. Aber du kannst einfach schon mit deinen Worten, anstatt dass du negativ in die Zukunft sprichst, kannst du einfach dich entscheiden, sagen, weißt du was, ab heute werde ich nicht mehr negativ in die Zukunft sprechen, sondern ich werde einfach positiv in die Zukunft sprechen. Ja, wir können doch diese Sache einfach schon mal einfach ändern. Und dann einfach Glauben entwickeln dafür, dass das passiert, anstatt dass das Negative passiert. Halleluja! Halleluja! Schau mal an, Gott gibt uns die Möglichkeit, dass wir selber in unsere Zukunft sprechen. Dass wir selber in unsere Zukunft sprechen. Er sagt hier eben, habt den Glauben Gottes. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig zu sehen, dass das der Glaube Gottes ist. Der Glaube Gottes spricht. Der Glaube Gottes ändert sozusagen die Situation, indem es in die Situation hineinspricht, was du glaubst. Wenn du für eine bessere Zukunft glaubst, wenn du glaubst, aus den Schulden herauszukommen, dann sprich nicht Schuldensachen, sprich nicht Armutssachen und so weiter. Ja, Mann, bin ich arm dran. Nein, lass solche Sachen weg. Ja, auf sowas kannst du in Zukunft einfach achten, dass du diese gewissen Sprichwörter, wo alle sagen, und ich weiß, 90% der Menschheit spricht so, 90% machen diese ganzen Sprichwörter und so weiter, ich lache mich tot zum Beispiel, oder ich bin nicht arm dran, oder ich arme Socke und keine Ahnung, und solche Sachen, oder auch über andere. Und warum wir das machen, ist, weil wir nicht wissen, dass das Auswirkungen hat auf unser Leben, ja? Und ich will einfach, dass du das hier als Geheimnis und als eine Sache, die Gott uns offenbart, wo er zeigt, schau mal, änder das hier. Das ist in deiner Hand. Das ist in deiner Hand. Das ist nicht seine Hand. In seiner Hand war uns das zu sagen, dass das in unserer Hand ist. Jetzt ist das in deiner Hand. So sprich das, was du auch in deiner Zukunft sehen willst oder was Gott dir ins Herz gelegt hat, wofür du glauben darfst und glauben sollst. Dein Mundwerk ist wichtig, dass du es anpasst an dem, was du glaubst. Halleluja! Und deswegen sage ich auch und sagst auch mit mir immer wieder, Reichtum und Fülle werden in meinem Hause sein. Das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Wenn du erkannt hast, dass Gott dich segnen will, dass Gott deine Finanzen zu einer positiven Lösung bringen will, ja, dass Gott etwas Gutes hat für dich, hier auf dieser Erde schon, dann glaubst du das und dann fängst du an zu reden, genau dem Wort entsprechend. Denn woher haben wir das? Psalm 112, Vers 3. Reichtum, Fülle werden in meinem Haus sein. So, wenn du das sprichst, wenn du das glaubst, dann geh nicht mehr hin und fang dann an zu reden, so wie die Welt redet. Oh, hier, da, wie soll ich das bezahlen? Ich weiß nicht, das wird schwierig, das wird jenes. Nein, sondern du bist immer positiv eingestellt und weißt, dass da eine Lösung ist und dass du die Lösung haben wirst. Halleluja! Und dass du Finanzen genug haben wirst. Er sagt, hab den Glauben Gottes, ja? Wer zu diesem Berg sagt, hebe dich hoch, wirf dich ins Meer. Zweifle nicht in seinem Herzen, sondern glaubt, das, was er sagt, geschieht. Dann wird ihm geschehen, was immer er sagt. Jesus sagt hier sogar, was immer du sagst, wird geschehen. Wenn du es glaubst, was immer so. Und deswegen habe ich auch dieses negative Beispiel gemacht. Nämlich, oftmals gehen wir Menschen hin und tun negative Sachen vorhersagen, weil wir an sie mehr glauben als an die positive Sache. Das ist ganz einfach. Das heißt, wir Menschen haben einfach mehr gute Erfahrungen gemacht im was Negatives vorhersagen. Oder kennst du das vielleicht, dass du, manche sagen, dass du irgendwie so, schreist nicht heraus oder so. Wenn man irgendwie was sagt, oh, das wird so gut und jenes und so weiter, dann sagt man, nee, schreist nicht heraus. Und dann denkt man, okay, ich sag lieber das Negative und dann passiert das andere. Kennst du das? Ich sag's lieber anders, ja? Ich sag, ach, bestimmt wird es schieflaufen und aber hoffe gleichzeitig irgendwie, dass es gut laufen wird. Das ist so ein Aberglaube unter den Menschen. Und da siehst du wieder, das ist genau das Gegenteil von dem, was uns das Wort sagt. Das ist genau das Gegenteil. Und ich habe auch gelebt in sowas. Ich habe auch früher, gerade wo ich in der Welt war, ich habe viel sozusagen da mitgemacht in solche. Ich war immer zwar irgendwie positiv eingestellt, aber ich habe gesprochen das Negative, ich habe gesprochen das, ach, bestimmt wird das nichts, bestimmt wird das hier nichts. Und so wird auch nie irgendwas. Und so wird auch bei dir nicht laufen. Wenn du nicht eine positive Haltung annimmst, ja, und Gott gibt uns die positive Haltung. Wir haben ja gelesen, auch vielleicht öfters mal hier bei Glauben für Finanzen, ja, dass Gott einen guten Plan, haben wir gehört, dass Gott einen guten Plan für dich hat. Er hat gute Gedanken, ja, nicht Gedanken des Leidens, Gedanken des Friedens. So, Gott will uns in Hoffnung haben,
Ja, und nicht im Kopf runterhängen und so weiter. So, und das Gleiche, wenn du schon gelernt hast, ja, Gott zu glauben für das Gute, angefangen hast zu geben, zum Beispiel, ja, du glaubst für Gottes Segen in deinem Geschäft und all diese Sachen, ja, dann fehlt dir vielleicht noch diese Sache des Sprechens. Aber vielleicht hast du es natürlich schon und kennst das Ganze schon, dann ist es auch super. Aber einfach nur nochmal zur Erinnerung, dass, wie wichtig es ist, dass wir darauf achten, was wir sprechen. Ja, und vor allem ist es wichtig, dass wir darauf achten, dass wir nicht das sprechen, was wir nicht wollen. Das finde ich schon mehr wichtiger, als dass wir das andere viel sprechen, sozusagen. Besser ist es sogar, oder einfacher ist es, wenn du einfach weglässt das, was du nicht haben willst und das nicht sprichst. Verstehst du? Okay. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in euren Gebeten, glaubt nur, dass ihr es bekommt, dann werdet ihr es erhalten. So, das ist die Bedingung, die Jesus uns hier sagt und zeigt, wenn wir glauben, dass das, was wir sprechen, passiert, dann werden wir es auch haben. Und das ist der Glaube Gottes. Warum ist das der Glaube Gottes? Ganz einfach. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wie schuf er es? Er sprach es in Existenz. Und deswegen ist es der Glaube Gottes. Der Glaube Gottes ist der sprechende Glaube. Gott sprach und es wurde. Es heißt auch, dass Abraham aus Gerechtigkeit gerechtfertigt worden ist, weil er glaubte, dass Gott derjenige, der das Nicht-Daseine ins Dasein ruft. Das ist der Glaube Gottes. Und Jesus gibt uns hier diese krasse, gewaltige Sache und zeigt uns, hey, habt auch diesen Glauben Gottes. Habt diesen Glauben Gottes, den Gott nutzt. Nutzt es auch. Und sprecht, was ihr glaubt. Ich will noch in Römer reingehen, Römer 10. Das ist so auch noch so eine Grundlage für das Sprechen, wo wir anwenden für die Errettung. Ja, und wir kennen das gut, aber ich möchte, dass du es mal in einem anderen Blickwinkel siehst und siehst, dass du es auch für hierfür benutzen kannst. Hier heißt es in Römer 10, Vers 8, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Ja? Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, hier heißt es, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Ja? Dann sagt er hier im 10. Vers, und das ist das Wichtigste, denn mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit und mit dem Mund bekennt man zur Errettung. Das ist ganz wichtig. Diese Sache ist das Prinzip oder ist sozusagen der Weg, wie wir die Errettung bekommen. Ja? Wir glauben mit dem Herzen, dass Jesus Christus für uns gestorben ist und Sünden und wieder auferstanden ist und zum Himmel gefahren ist. Aber wenn wir das nicht aussprechen, dann nützt es uns nichts. Das ist nur die halbe Sache. So, deswegen heißt es hier, mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit, mit dem Mund bekennt man zur Errettung. Das heißt, nachdem du es ausgesprochen hast, dann ist es vollbracht. Du hast quasi, es zeigt auch, dass wenn du glaubst, dann sprichst du auch. Siehst du, das ist wieder einfach das Prinzip. Wenn du glaubst, dann sprichst du auch. Hier geht es um die Errettungsfrage, aber es ist genau das Gleiche für alle anderen Dinge, alle Verheißungen in der Bibel. Wenn du eine Verheißung der Bibel glaubst, dann sprichst du dementsprechend. Dann sprichst du in die Richtung. Wenn du zum Beispiel kinderlos bist oder ihr habt Probleme, irgendwie ein Kind zu bekommen. Und ich habe Freunde, die sozusagen in diesem Bereich Probleme hatte und die aber durch den Glauben und das Wissen von Gottes Verheißung, das Gottes tun will, ja, haben sie sozusagen Gott geglaubt für das Wunder, dementsprechend gesprochen, dementsprechend gehandelt. Kannst du denken, was das bedeutet? Und so auch die Verheißung erlangt. Halleluja! Sie haben nicht aufgegeben und gesagt, ach, das war's und wir werden niemals Kinder haben. Es wird, das wird so sein wie hier und da bei dem und bei der Tante und bei das. Das ist auch so ein Generationsding und so weiter. Wollen wir einfach so dankbar sein und das Leben einfach so? Nein, sondern sie haben sich festgemacht. Gott will uns ein Kind geben. Ich glaube, das ist der Segen Gottes. Der ist beinhaltet sozusagen im Segen. Gott wird es tun. Wir werden danach handeln und wir werden es sprechen und glauben. Halleluja. Und letztendlich wurde es so. Das ist genau das. Das ist das Geheimnis, das viele nicht wissen. Das ist das Geheimnis, das viele nicht wissen, aber du unbedingt wissen musst. Deswegen, wenn du in diesem Bereich von Finanzen dabei bist und da du das Video guckst, bist du ja hier dabei.
darfst du diese Sache niemals vernachlässigen und, oder unterschätzen. Du darfst diese Sache nicht unterschätzen, nicht untergraben. Denk nicht mehr in Armut. Denk nicht mehr in Armut und sprech auch dann nicht mehr in Armut. Glaube Gott für den Überfluss. Ja? Das ist nämlich, was dein Geben macht. Die Saat, die du siehst, die du pflanzt. Was machst du, wenn du das tust? Du erwartest eine Ernte. Wenn du eine Ernte erwartest, sprichst du dementsprechend auch. Du denkst auch dementsprechend und du handelst auch dementsprechend. Ja? Nicht, du siehst deinen Samen und das machen leider viele Christen. Sie geben ins Reich Gottes, hat am nächsten Tag irgendwie, am nächsten Tag ist irgendwie nichts passiert und dann haben sie alles verworfen. Viele machen das. Die gehen hin, so. Und das ist einfach interessant, weil Gott hat uns dieses Prinzip von Sehen und Ernten gegeben, was eigentlich schon, wenn wir unseren Kopf einschalten, werden wir merken, dass jede Saat, die gesät wird, auch im Natürlichen, gerade wenn der Bauer seine Saat macht, so, am nächsten Tag ist das Ding nicht hochgesprossen, am nächsten Tag ist nicht die Sache auf einmal geworden, sondern es braucht Zeit und es braucht eine Weile, wo das Ganze sich entwickelt und wo das Ganze zu einer Pflanze wird und so weiter. Es dauert manchmal ein halbes Jahr, manchmal 3 Monate, manchmal vielleicht länger und so weiter, bis die Frucht da ist und man sie dann ernten kann. Genau das Gleiche ist genauso mit den Pflanzen. Es ist genauso. Und warum ich das sage ist, weil oft geht der Mensch dahin und tut eben diesen Fehler. Er tut etwas nach Gottes Wort, handelt richtig, gibt, glaubt Gott für einen Tag lang, irgendwas passiert nicht, ist entmutigt und fängt an, wieder den gleichen Trott reinzufallen. Ach, irgendwie, das hat nicht geklappt, irgendwie funktioniert das nicht, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich werde immer, es wird niemals funktionieren, ich werde immer arm bleiben, oh, und wie soll ich jetzt das zahlen, wie soll ich jetzt das? Und das ist genau das Problem, ja? Deswegen, wenn du im Bereich Geben involviert bist und Gott für finanziellen Durchbruch glaubst und für eine Ernte glaubst, wirf nicht gleich alles hin, sondern vertiefe dich in diese ganze Materie und glaube Gott und sprich dementsprechend und erwarte es. So, wenn du also siehst, erwartest du also eine Ernte. Genau das, wenn du also aber eine Ernte erwartest, dann sprichst du auch so, als ob du eine Ernte erwartest. Ja, siehst du, worauf ich hinaus bin? So, wenn du also eine Ernte erwartest, das heißt, die Zukunft hat eine Hoffnung für dich und es ist Licht am Ende des Tunnels und das heißt, auch wenn du die Ernte empfängst, wirst du ja etwas haben. Somit kannst du nicht in dem Armutsgedanken leben, somit kannst du nicht in Armut sprechen und so weiter, sondern du sprichst Überfluss, du sprichst Fülle, du sprichst das Leben. Halleluja! Ja, mach nicht mit gerade jetzt in dieser Zeit. Diese Zeit ist gerade so, gefährlich für Menschen, die eigentlich in eine positive Zukunft schauen wollen. Ja, die Bibel zeigt uns auch auf, dass, und ich will gar nicht so viel heute hier darüber reden, aber die Bibel zeigt uns, dass auch wenn ein dürres Jahr kommt, heißt es in Jeremia 17, auch wenn ein dürres Jahr kommt, fürchtest du nicht, du hast keine Angst. Warum? Weil du gesät hast, weil du gegeben hast, weil du investiert hast in Reich Gottes. Du weißt, dass was für dich auch in dieser Zeit. So heißt es auch über Isaac. Er säte in eine Zeit der Dürre und er erntete 100-fach. Du brauchst eben nicht mitmachen mit diesen Gedanken. Du brauchst nicht mit den Medien mitmachen. Du brauchst mit dieser Erschreckungsangst und Weltuntergangsangst nicht mitmachen. Gottes Prinzipien sind Ja und Amen und Verheißungen sind Ja und Amen. Es ist ganz egal. Die Verheißungen haben keinen Respekt vor der Zeit. Was auch immer es für eine Zeit ist, ob es Krieg ist, ob es irgendeine Not ist, es hat keinen Respekt. Wenn du dich festgemacht hast und aufgemacht hast, Gott zu glauben für die Lösung, dann wirst du, wenn du die Lösung sprichst, und nicht das Gegenteil sprichst, wenn du verstanden hast, dass Leben und Gewalt in der Zunge sind, dann wirst du die Frucht des Landes essen. Die Frucht von dem, was du sprichst, wirst du früh oder später essen. Du wirst es haben. Halleluja! Halleluja, das ist einfach gewaltig. Das ist einfach gewaltig. Vielleicht, wenn du das tust, normal, du siehst komisch aus, du wirst vielleicht belächelt von anderen Menschen, ja, du musst doch realistisch sein, du musst doch irgendwie jenes sein. Und genau das ist, wo der Satan versucht, dich irgendwo wegzubringen. Er will dich erschüttern in deinem Glauben, wo du Gott glaubst nach seinem Wort. Ja, aber das gehört einfach dazu. Ja, es heißt doch in der Bibel, alle, die wo gottesfürchtig leben wollen, werden Verfolgung erleiden. Also du brauchst dem gar nicht versuchen, irgendwie aus dem Weg zu gehen, dass du irgendwie belächelt wirst für irgendwas. Hab keine Angst davor. Stehe zu der Wahrheit, stehe zu dem Wort, stehe zu dem, was Gott über dich sagt. Stehe zu der Wahrheit, die Gott über dich sagt.
So wie ich auch in einem anderen Video schon gesagt habe, steh morgens früh auf. Vielleicht sieht dein Konto aus wie, keine Ahnung, Haufen Minus drauf und das sieht alles schrecklich aus. Aber du glaubst Gott und deswegen sagst du, Reichtum und Fülle werden in meinem Haus sein. Halleluja, Halleluja. Und du wartest, bis es in deinem Leben sich manifestiert, denn es muss sich manifestieren und deine ganze Situation wird sich wenden. Halleluja. Und du wirst selber weiter verkünden, was Gott in deinem Leben tut, wie großartige Dinge Gott bei dir getan hat. Nämlich das ist etwas, was Gott will. Das verherrlicht ihn, wenn wir empfangen, wofür wir ihn glauben. So, wir sind schon hier am Ende angekommen bei dem Video und ich denke, das habe ich gut ausführlich thematisiert. Was wir sprechen, hat Auswirkungen auf unser Leben. Deswegen überleg genau, was du sprichst und sprich. Ich entscheide mich, das Leben zu sprechen. Du kannst dich auch entscheiden, das Leben zu sprechen. Und Gott sagt, das ist gut, wenn wir das machen. Wenn du hier zum ersten Mal dabei bist oder noch nicht abonniert hast oder du vergessen hast, die Glocke zu klicken, dann möchte ich dich hier dran erinnern, das doch bitte zu tun, ja, dass du keine Videos verpasst. Und natürlich, wie immer, darfst du gerne dich mitteilen, lass einen Kommentar da. Gott will wirklich dich gebrauchen und er will dich segnen. Und er will, dass du ein Segen bist für andere. Das ist das, was wir auch hier auf diesem Kanal erreichen wollen. Und ich hoffe, dass du hier dabei sein willst und dass du ein Teil sein willst von dieser Armee, die sich von Gott gebrauchen lässt, was das Finanzielle angeht. Nicht jeder versteht das, was wir hier machen. Deswegen, wenn Gott dich ruft und du spürst, dass das sein Platz ist, dann wundere dich nicht. Es gibt andere Gläubige, es gibt Christen, die nicht verstehen, sich da überhaupt nicht drin sehen, so, und deswegen musst du dich nicht befremden, sondern stärke dich. Es sind auch mehrere Leute hier, die deine Begeisterung teilen und deinen Ruf teilen, weil wir eine Mission haben. Deswegen bleib dabei, wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Bis dann.